So, hier sind wir. Mein Name ist Dagmar Neubronner und mein Gast ist heute Majid Abdelaziz aus Algerien und in Algerien auch. Wo bist du da jetzt genau, Majid? Ja, hier bin ich in der Hauptstadt der Kabylei, in Bergen, direkt in Tizi Ouzou heißt das. In der Nähe wohne ich auch. Das ist wie die Schweiz mit einem Staudamm, mit Bergen, mit Schnee, mit vielen Olivenbäumen. Und da verbringe ich meine sozusagen Covid-19-Zustand, weil hier es ist genauso wie in Deutschland. Man darf nicht raus, hat 17 Uhr und es ist alles eingeschränkt. Man muss auch diese Maske auch tragen, was ich selber nicht tue, weil ich dagegen bin und ich empfehle jedem, das nicht zu machen. Ja. Ja, das ist, also in Deutschland ist es, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Regelungen. In jedem Bundesland gilt was anderes und niemand blickt mehr durch, was natürlich eine zusätzliche Verunsicherung ist. Hier, wo ich bin, in Bremen und umgeben von Niedersachsen, gibt es keine Ausgangssperre. Wir dürfen also raus, und wir müssen auch nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften Masken tragen und beim Friseur und so. Und es sind immer noch die Schulen nicht richtig geöffnet. Also es ist auch wir, und ich denke, das ist ja wirklich weltweit, dass wir die Menschheit sich plötzlich aller Rechte beraubt vorfand und da in einem kollektiven Schockzustand noch ist. Ich Nein, persönlich, nein. das ist einfach so. Es ist ein Theaterstück weltweit und ich sage nur, kein Maskerade mitmachen. Ja, nein, ich mache das auch nicht, außer wenn es eben sein muss, weil ich sonst den Laden nicht betreten kann und ich Ja. brauche das. Aber auch das kriege ich fast immer hin. Ich hülle mich ein in den Mantel der Unsichtbarkeit und gehe vorbei. Heute stand da sogar ein Security und er hat mich nicht wahrgenommen oder nicht, dass ich keine Maske auf hatte. Egal. Du hast aber ja schon seit vielen Jahren bis Jahrzehnten ist ja dein Anliegen, dass die Menschheit ohne Angst lebt oder, wenn man es positiv ausdrückt, vertrauensvoll im Einklang leben kann. Und du hast etwas ganz Wunderbares entwickelt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Das, was du gemacht hast, ist ja etwas, was mit Schwingungsbeeinflussung zu tun hat. Und du bist ja hochgradig wissenschaftlich und technisch qualifiziert. Erzähl mal deinen Werdegang jetzt beruflich. Ja, sozusagen, ich war im Gymnasium, ich stamme aus einer armen Familie, 14 Geschwister. Mein Vater hat Schwierigkeiten, uns zu ernähren, aber damals gab es ein Programm. Die Besten konnten dann die Schule besuchen. Später wurde das zur Allgemeinheit. Und ich durfte dann sehr früh einer der berühmtesten Gymnasien in Afrika, le Lycée Technique de Delis, das technische Gymnasium sozusagen, wo wir noch damals Hilfe aus Russland, aus Belgien, aus Amerika, aus Frankreich, Kooperation, das heißt, Lehrer haben da mitgewirkt. Und mein Werdegang verdanke ich sozusagen russische Einheiten aus der russischen Akademie, die damals in dem Gymnasium waren. Und die haben mir was Neues, was anderes gezeigt an Herangehensweise, an Naturwissenschaften und so. Und ich konnte damals wirklich mit denen, weil sie sind andere Wege gegangen, nur das, was du liebst, kannst du einfach verstehen und kannst du auch vergrößern. Und Ja. damals haben sie mir vermittelt, wir müssen lernen zu lernen, indem wir spielen einfach wie die Tiere, weil die Tierwelt, die lernt alles im Spielen und so. Und deshalb alle Sachen, die mir nicht irgendwie spielerisch erschienen, habe ich mich von denen entfernt. Ich war schon komisch für manche, was weiß ich, Institutionen, später in Deutschland oder an der Uni. Aber ich bin meine
Werdegang sozusagen und meine Art treu geblieben. Ne? Das ist super. Denn wir sprechen jetzt zum ersten Mal miteinander und kennen uns eigentlich gar nicht. Und deswegen weißt du auch nicht, dass ich eben seit vielen Jahren mich ganz stark dafür einsetze, dass Kinder genügend Zeit zum Spielen haben. Genau, In dem westlichen Schulsystem das Spielen überhaupt keine Rolle spielt und in seiner unglaublichen Bedeutung für die Gehirnentwicklung und für die Gesamtentwicklung einfach gar nicht gesehen wird. Also das ist ein Berührungspunkt, den wir heute nicht vertiefen wollen. Du bist dann später nach Berlin gegangen, nach deinem Zeitpunkt? Ja, zur TU Berlin. Ich hatte damals ein Praktikum machen müssen bei Amberg, bei Siemens. Und da kam ich auch an. Und ich musste dann wieder feilen lernen und so. Ich dachte, das habe ich alles im Gymnasium gemacht. Die wollten mir nicht glauben. Und dann technisches Zeichen habe ich gesagt, das habe ich auch gemacht, 7 Jahre lang. Die haben gesagt, dann müssen Sie ein Ingenieur sein. Habe ich gesagt, weiß ich nicht, was ich bin hier gekommen, um Ingenieur zu werden einfach. Ja. Und die hatten eine Olivetti NC-Maschine da in der Halle. Und ich war Praktikant, ich sollte da 6 Monate verbringen und ich habe gesagt, darf ich an der Maschine arbeiten? Die sagten, nee, das ist für Techniker, du bist ja nur ein Kind. Ich habe 2 Jahre an dieser Maschine in meinem Gymnasium gearbeitet. Ich habe meine Abiturarbeit da drauf. Das war ein Differential so für Geschwindigkeit und mit alles drum und dran. Die wollte mir nicht glauben. Der Meister hat mir nicht geglaubt. Einmal war er krank, eine Woche lang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war rebellisch, ich kam aus Algerien und diese Einschränkungen hier, alles ist zu eng, seriös, sprach nicht so gut Deutsch. Dann habe ich einfach die Olivetti-Maschine, habe ich dann die Werkzeuge, habe ich sie in Betrieb gemacht. Und statt das mit Handfeiler zu machen, meine Arbeit, habe ich es eben nur mit der Maschine gemacht. Und die Leute kamen aus dem Staunen nicht und es ging bis zum Direktor. Er hat mich dann bestellt, habe ich ihm erzählt, dass ich die Maschine kenne. Er sagt, wir warten seit 3 Monaten, dass jemand kommt aus Italien und uns das beibringt. Kennst du uns? Das beibringen? Er hat gesagt, ja. Dann habe ich sogar ein Gehalt bekommen, weil er wollte das nicht einfach so gehen. Und statt 6 Monate habe ich nur 4 Monate Praktikum gemacht und ich durfte dann nach Algerien so 2 Monate Urlaub machen. Super. Ja, ja. Und dann hast du was studiert nach deinem Praktikum? Ich habe Elektrotechnik mit theoretischem Teil mit dem berühmten Professor Dr. Hanekam damals in Berlin. Und da ich mein Studium abgebrochen hatte, weil mein Vater gestorben ist und ich musste für die Familie arbeiten und ich bin ja zurück nach Algerien, ich war auch ein Regierungsstipendiat, so ein Offizier, habe ich dann alles einfach aufgehört. Da kam ich aber dann später, als ich mich von der Armee in Algerien befreit habe. Ich wollte nicht mit dieser Institution, irgendwie sagte mir das nicht, da kam ich nach Berlin und die sagten zu mir, ja, Sie haben laut den Papieren sich angemeldet an der Uni, nur um Visum zu bekommen. Habe ich gesagt, ja, stimmt, ja. Und ich habe denen das erzählt. Und der Obmann damals war sehr sympathisch. Er hat gesagt, ich gebe dir eine Chance. Du darfst Informatik studieren, aber du hast über 6 Semester jetzt in Elektrotechnik, hast du nichts gemacht. Kannst du deine Informatik Vordiplom in einem Semester machen? Das ist ja unmöglich. Aber ich habe dann einfach gesagt, ja, ich mache es. Dann habe ich wirklich in einem Semester mein Informatikdiplom Vordiplom gemacht. Und die waren selber erstaunt, als ich dann das habe, Diplom. Dann kam das, Institut Fraunhofer, die hatten von mir gehört, die haben mich dann engagiert. Ich habe da mit Vinograd-Systeme so, sagen wir, CAD, intelligente CAD-Systeme
Später hat mich dann VW dann sozusagen gekauft einfach. Die wollten mich haben und dann bin ich als Projektleiter. Zu VW habe ich da gearbeitet, bis ich dann die Nase voll hatte. Ich dachte, ich kann nicht mehr mit Computern arbeiten in dieser Richtung. Da war auch meine Ehe, weil ich immer für diese Firma unterwegs war und jede Minute in der Firma und so. Das hat mich dann ein bisschen depressiv gemacht. Und dann dachte ich, ich mache Schluss. Dann habe ich ein Haus gekauft bei Berlin. Kienbaum heißt das, mit jemand zusammen. Und ich bin dahin gezogen. 2 Jahre lang habe ich nichts gemacht. Nur die Natur. Ich hatte einen Hund und ich bin zurück. Und das hat mich wieder aufgebaut. Bis 1994. Dann ist ein Unfall in der Wüste gewesen, wo ich dabei war. Und alle Insassen in dem Hubschrauber sind gestorben. Nur ich habe überlebt sozusagen. Und in der algerischen Wüste. Bei mir eine Wendung gemacht und ich dachte, naja, ab jetzt machst du nur das, was du wirklich innerlich spürst und so. Und da habe ich dann Bernd Senf kennengelernt, ja. Und er sprach dann über die Wüste, die Begrünung, über Orgonenergie. Als er das sagte, ich hatte eine Gänsehaut. Ich wusste nicht über Orgonenergie, aber es hat mich gefesselt. Dann bin ich sehr gut befreundet mit Bernd Senf geworden und wir waren noch in der Wüste, haben wir dann angefangen, diese ganze Geschichte in Algerien zu starten. Dann habe ich ja mit der Regierung damals gearbeitet. Die Regierung hat mich immer übers Ohr gehauen, weil du hast einen Sekretär, der von der Materie nicht versteht und er will dann Bakschisch und es war alles von mir entfernt, diese. Und irgendwann mal, als es dann zur Dürrezeiten kam in Algerien, 2003, die Algerier oder die algerische Regierung wollte Wasser importieren sogar, weil es kein Wasser war mit Schiffen. Dann hat meine Frau gesagt, wenn du nur 1% Erfolg hast, mach das. Und so, ich arbeite aber nicht mehr mit Regierungen, ich arbeite... Moment, das geht jetzt zu schnell, Majid. Für diejenigen, die dich nicht kennen, wir haben ja überhaupt noch nicht gesagt, was du eigentlich für ein Projekt erfunden hast und was du eigentlich machst. Ja. Denn das, was du machst, hat ja zu tun mit dem Wissen von Bert Senf. Da habe ich auch schon in den vor 20 Jahren Vorträge über Walter Russell gehalten und kenne ihn auch. Und genau, schätze, ja. Und du hast ja dich damit beschäftigt, wie man mit Schwingungen auch das Wetter beeinflussen kann. Ja, genau, ja. Was ich sagen wollte, Wilhelm Reich hat mir die Augen geöffnet damals, ja. Indem ich das Symbol, vielleicht kennst du das, das ist einfach die Primärenergie und dann die versucht, sich einen Weg zu finden. Mhm. Und die spaltet sich sozusagen in zwei Kräfte. Und dann fand ich merkwürdig, weil ich saß an der ersten Reihe und Bernd Sem fragte mich, ich sah ein bisschen schlau aus als die anderen oder so. Kannst du mir sagen, er macht immer solche Späße, was ist das Gegenteil von Liebe? Und die meisten sagten immer, das ist Hass. Ich habe automatisch gesagt, ist Angst. Er sagt, hast du Wilhelm Reich gelesen? Ich sage, nein, aber das ist mein Gefühl. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Wenn ich liebe, ich öffne mich, ich bin blind, ich verschenke alles. Und wenn ich Angst habe, bin ich wie eine Schnecke, ich ziehe mich zurück. Dann sagt er zu mir, bravo, dann brauchst du nicht hier zu sitzen, hast du alles verstanden. Ja? Und diese Liebe und diese Angst sind Schwingungen einfach. Die kann man durch Hart kontrollieren einfach oder durch 5G. Es gibt lange Schwingungen, es gibt sehr kurze, wie bei der 5G. Und dann habe ich dann Tesla, der das sehr, sehr gut erklärt einfach und er geht tief in die Materie und er bringt es bis zu seinen, wie sagt man, Zahlen, wenn man das versteht, zum Beispiel 3, 6, 9. Das konnte ich am Anfang nicht verstehen, aber irgendwann... Moment, Rajit, ich muss dich unterbrechen, denn das kann niemand von uns verstehen, wenn du einfach sagst, Tesla bringt das 3, 6, 9. Da musst du entweder weiter ausholen oder... Ich hole weiter aus, ja. Okay. Ich gehe mal auf Gurdjieff. Gurdjieff habe ich damals gelesen, wie zum Beispiel viele Sachen, ich bin ja viele
Wege gegangen, auch in Indien, auf der Suche nach einem Meister, nach Erleuchtung, Eckhart Tolle, also Swami Vigananda oder Ramakrishna oder die ganze Palette, und man ist unzufrieden und man ist irgendwo, aber nirgendwo irgendwie, und man sucht, und habe ich mir gedacht, naja, was soll ich jetzt machen? Du bist nah dran, aber du bist nicht drin, weil du schon es bist und du hast es noch nicht erkannt, sozusagen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, Gurdjieff. Gurdjieff hat mich interessiert, nachdem ich alles gelesen habe, weil das ist der vierte Weg. Gurdjieff sagt, wenn du alles gelesen hast, und du bist unzufrieden, dann bist du bei mir richtig. Das habe ich bei Uspensky einfach entdeckt, der bemerkenswerte Treffen oder so Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen oder Fragmente einer unbekannten Wissenschaft einfach. Entweder ein oder der Titel, das ich damals gelesen habe. Und wenn du das liest, glaub mir, ja, ich empfehle ja, das zu lesen, da kannst du 2, 3 Nächte verbringen, ohne das Buch aus der Hand fallen zu lassen, weil es geht genau um die Schwingung. Schwingung durch Musik, durch das ganz genau, und Liebe. Und da drin, was fand ich? Fand ich das Enneagramm. Mhm. Und Gurdjieff sagt, ich gebe euch das Enneagramm, ihr könnt damit Horoskope, das, viele Sachen verstehen, aber das ist statisch. Damit ihr das Dynamische, das ist das Eigentliche, aber das erkläre ich euch nicht, ihr müsst das selber herausfinden. Und wie mit der Erleuchtung, ich war immer nah dran, aber ich hatte das nicht verstanden. Und irgendwann mal traf ich auf Tesla, der in diese Enneagramm genau dasselbe, diese Zahl 3, 6, 9 einfach rausgebildet hat. Und das war das, wie sagt man, bewegende, erlebende, ja. Und dann, als ich mich mit Tesla vertieft habe, das kam immer mehr und mehr. Und dann habe ich erfahren, dass er die Veden kannte, dass er sich mit Yogananda getroffen hat, dass er spirituell war. Und es gibt immer noch viel zu entdecken über Tesla. Ja. Und die Sachen, die ich nachgebaut habe nach Tesla, die haben alle funktioniert. Ja, seine Technik habe ich mit eingebaut bei mir in dem Becken. Weil damals Wilhelm Reich benutzt ein Becken, um sein Cloudbuster zum Funktionieren zu funktionieren. Er benutzt nicht ein Becken, Entschuldigung, er benutzt Seen einfach, Staudämme, Seen. Wasser. Weil wenn er das Tor abzieht, hat er große Wasserfläche. Sonst bist du am Übersättigungspunkt und das funktioniert nicht. Und ich, als ich mein Projekt in Djanan in Algerien angefangen habe, ich hatte ein Becken, ich habe einen Brunnen gebaut und dann konnte ich mit Wasserpumpe das Wasser, und dann hatte ich einen quadratischen Becken und dann habe ich versucht und es ging nicht. Da habe ich gesagt, was wolltest du denn? Du hast versucht, ein Cloudbuster zu bauen mit den Schläuchen in diesem Becken, aber es war zu klein. Aber ich dachte, irgendwie es muss gehen. Dann kam mir Schauberger, der mit wirbelndem Wasser und so ein Sog einfach entstehen lässt. Und dann dachte ich, was mache ich mit dieser Elektrizität, diese Dielektrizität, dass ein Tornado-Wasser benutzt, das irgendwie kann man nicht ableiten. Dann kam mir Tesla mit seiner Primärspule und seiner Sekundärspule. Dachte ich, aha, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Dann habe ich mich mit Pyramiden beschäftigt und in dem Koran steht, dass die Pyramide ist ja ein Wettergerät sozusagen. Denn es ist drin beschrieben, das Wasser läuft darunter und die Spitze ist vergoldet. Und dann habe ich mich mit Ägyptologie ein bisschen beschäftigt. Dandera, wo sie da Gebilde über Glühbirnen, und dann Saqqara zum Beispiel und das Ankh. Alles sind Energien, die ich später dazu genommen hatte, weil ich mir sicher war, also Jetfeiler auch, dass es funktioniert. Dann dachte ich, wie mache ich das?
Tesla war ich mir hundertprozentig, er wird mir helfen. Dann habe ich die Kupferprimärspirale auf dem Boden. Dann habe ich die sekundäre Spule als senkrecht darauf, habe ich geachtet, dass die Metalle verschieden sind, weil um induktive Strom zu produzieren durch das Schauberger-Effekt muss aufgenommen von der Spirale. Dann habe ich die Blume des Lebens in der Mitte als Generator sozusagen. Es ging mir wie Tesla. Ich konnte das visualisieren. Ich war wie im Trance. Ich wusste, es würde gehen. Aber auch wenn es geht, keiner würde mir das glauben. Dann habe ich die erste Operation im Juli gemacht. Warum im Juli? Weil da war ich auch im Stunk mit Demeo damals und mit Bernd Senf. Die haben gesagt, wenn du über uns sprichst und du machst sowas, dann machst du es, wie wir es dir anordnen. Also ich mache, wie ihr wollt und nichts ändern. Dann habe ich gedacht, geht das? Und dann habe ich gesagt, ich mache meinen Weg und später berichte ich. Wenn es nicht geht, berichte ich nicht. Ja, weil da sind ja hochintelligente und die haben viel Wissen, aber die halten sich immer an das, die haben keine Möglichkeit, was zu ändern oder so. Dann habe ich das gemacht im Juli und Bernd Senf hat mir geraten, er hat gesagt, du machst das im September, Oktober. Ich habe gesagt, wieso? Er hat gesagt, da kommt der Regen sowieso und dann kannst du ein bisschen beeinflussen. Da habe ich gesagt, so eine Sache, der Regen bringt, nur wenn der Regen kommt, interessiert mich. Ja. Wirklich so, ja. Ich mache es da, wo kein Regen kommt, hundertprozentig, sonst ist das kein Nutzen. Ja, und dann habe ich es am 5. Juli gemacht. Und da kam der Regen einfach, kam richtig heftig. Da habe ich dann das heißt, du hast eine große Apparatur gebaut. Wie groß war die? Und du hast ja, normale Glauben erreicht, das, ja? Dass es in Algerien zu einem Zeitpunkt regnet, wo es sonst nie regnet. Nie regnet, ja, habe ich es dann gemacht, dann hat es geregnet. Dann war ich überzeugt, weil ich muss selber überzeugt sein, dass sowas funktioniert. Mhm. Und diese Kombination, ich habe nicht nur Wilhelm Reich habe ich sein Cloudbuster, was ich hier Himmelsakupunktur später genannt habe, weil meine Methode, wie mit Bernd Senf haben wir uns abgesprochen, gleicht Akupunktur. Als ich in China war, bei Desert Greening in China, es war eine Riesenanstalt, und ich habe denen das erklärt. Ich wusste nicht, wie das erkläre. Mein Sohn sprach Chinesisch fließend, der ist ja Arzt in Zürich, der macht die ganzen Arbeiten da für mich. Und der hat übersetzt und sagt, Papa, weil er mit der TCM damals in China war und bei Shaolin, hat gesagt, erklär das, machen wir einen Vortrag, ich übersetze wie Akupunktur. Ich sage, toll. Dann habe ich das erklärt, dass wir Meridiane haben, wir haben Sedierungspunkte, wir haben Tonisierungspunkte, wo wir Energie reingeben. Man muss die Punkte finden und das ist dasselbe, was wir machen mit dem Himmel. Das heißt, du bringst dann praktisch die Energie wieder zum Fließen. Das ist ja das Voilà. Zum Fließen. Das ist statt Cha, es fließt nicht, das ist das Qi. Qi ist immer Energie, die fließt. Ja. Und deshalb gibt es diese Feng Shui. Dann habe ich auch später ein bisschen Feng Shui des Himmels, um das zu erklären, weil ich auf dem Ort auch Gebäude entworfen habe, die schneckenartig sind und wo die Energie muss dann am Boden fließen. Und dann habe ich von Liebesbeziehung Himmel und Erde, wenn das alles geschaffen ist, habe ich gesagt, der Himmel wird die Erde wieder küssen. Ja, und ich liebe diese sozusagen mit Liebe und diese Energien, ja, und alles, ja, dass die Leute das verstehen, ja. Und dann habe ich das gemacht, also Tesla, Schauberger und habe ich Russell? Wasser Schauberger, Tesla und Wilhelm Reich. Dann später habe ich mir gedacht, es fällt irgendwas so intuitiv. Weil es war Terrorismus ohne Ende in Algerien. Wir konnten kaum uns da aufhalten. Und ich dachte, damals kam ich irgendwie, ich glaube, durch Harald Krautzweller, wir haben ja viel eng zusammengearbeitet, der hat Artikel über mich geschrieben, hat mich in Oslo vertreten und woanders und wir sind immer im Kontakt bis heute. Er hat auch ein Riesenwissen und wollte sich mitbeteiligen da in Algerien, konnte noch vielleicht. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich habe von jemandem gehört, ein Russe,
Kosirev, der einen Spiegel gebaut hat. Und dieser Spiegel, weil er irgendwann mal nicht mehr den Himmel fotografieren wollte, weil er wusste, durch die Lichtgeschwindigkeit, die Änderung, wenn die Sterne zu sehen sind, das heißt, das ist das Falsche, das ist uraltes Bild, was wir jetzt im Himmel haben. Ja. Dann hat er so einen Spiegel, auch intuitiv und sowas, gebaut und er hat damit den Himmel fotografiert irgendwie und er hat andere Sterne, Konzentration bekommen. Und er hat gedacht, jetzt aber, ich kann nicht ein Paper darüber schreiben. Und dann, er war ein sehr guter Mathematiker. Dann hat er sich berechnet, jetzt approximativ, wo die Sterne wären aktuell. Von denen wenn ich weiß, von Stern dem Himmel, ja. Er hat ein Foto berechnet und er hat genau dieselben Punkte bekommen, die er da gesehen hat. Durch seine Fotografie dann sagt, wow, das müssen ja organische Gebilde, die haben Leben, die bewegen sich, die man muss Kosirev lesen. Ne? Dann habe ich gesagt, per Analogie, weil ich habe viel mit Hermes Trismegistos auch gearbeitet und es gibt die Gesetze, wo er sagt, per Analogie, wenn du Wasser nicht, Strom nicht versteht, wie Elektrizität fließt, Parallelschaltung, Serial und so, nimmst du auch Wasserleitungen, verstehst du, und hast du Wasserhähne. Warum spiele ich nicht ein bisschen so in diese Richtung und versuche die Schumannsfrequenz, wo wir gekoppelt sind, die lebensnotwendig für uns ist, sogar Astronauten, wenn die nicht Geräte mit dieser Schumannsfrequenz, die werden krank. Ja. Ich sage, wenn die hier geändert wird durch Harp und durch Geoengineering und sowas, vielleicht kenne ich die alte Schumannsfrequenz, wo die Menschen, wenn ein Dame eine Foulard verloren hat auf dem Boden, er hat es genommen, Madame, und Handküssen und so, und dann Abend romantisch mit Kerzenlicht und so, so ist alles verloren. Heute haben wir noch Spiele, nur bum, 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 bum und so, die Familien auseinander, jede für sich und was weiß ich, es ist eine verrückte Welt. Du meinst, das hängt, hat auch seine Entsprechung in der veränderten Frequenz. Natürlich, natürlich. Genau. Ja, ja. Es gibt zwei Wege. Wenn diese Frequenz sich verändert, es ist für hochspirituelle Menschen sehr gut. Da kann man ja mit Dieter Bohrs, haben wir auch Vorträge zusammen gemacht, wo er das genau erklärt, wo die, wie sagt man, dritte Auge, diese La Blonde geniale Hypophyse, die ja alles steuert. Die Leute wissen zu viel, zu wenig davon und die denken, es ist einfach so, weil die wissen nicht, dass durch die Vergiftung mit Fluorid besonders, wenn die sich verschränkt. Wir haben Lymphsysteme im Körper. Weil viele Leute wissen nicht, dass wir im Kopf auch ein Lymphsystem haben. Das heißt, nachts, die Gehirnhälften schrumpfen, die werden klein, rechts und links, und es wird viel mehr Flüssigkeit im Kopf sein, die dann die ganzen, wie sagt man, toxische Sachen, die wir haben, die wir nicht in Träumen verarbeiten, ausfließen, verstehst du? Und die muss funktionieren. Dann hast du Serotonin, hast du Melatonin, hast du viele Sachen. Aber wenn die dann verkalkt ist und so klein ist, da hast du keine Chance, verstehst du? Da bist du wirklich... Und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ein Weg, die Leute ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, kauft nicht von Läden und isst mal Bio, Natur, wenig Fleisch, viel Wasser trinken. Entschuldigung, ich muss einfach mal ein bisschen einhaken. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach die Rolle und die Aufgabe der Harpstrahlung, mit der wir ja überzogen werden die ganze Zeit? Hat die Aufgabe, unsere Schwingung absichtlich so zu ändern, dass sich eben unser Bewusstsein auch... Ja, natürlich. Mindkontrolle. Wenn ich die Schwingung, die ist bei 8 Hertz ungefähr, meine Anlagen, ne? Die ist niedriger, du bist depressiv, oder wenn die hoch höher ist, aufgepeitscht, wie das Urano-Effekt von Wilhelm Reich, dann kannst du das nicht verarbeiten, weil deine Zirbeldrüse verkalkt ist, dein Herz ist
wie sagte man, nicht mehr als Zentrum, der das Generator, ja, verstehst du? Mhm. Wenn man das Bild von einem berühmten Wissenschaftler, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, das ist sogar ein Berber, der hat in Algerien gelebt. Man sagt, das intelligentste Mensch auf der Welt. Es ist auch eine in der Kirche gewesen. Wie hieß der? Komme ich später vielleicht drauf. Er holt zum Beispiel von der Sonne das Wissen, das heißt diese Schwingung, diese Schumanns-Frequenz, und diese Schumanns-Frequenz hat er sein Herz in der Hand, das heißt nur das Herz kann das. Deshalb spricht man auch die Schwingung in Herz, die richtige Schwingung, verstehst du? Und dann dadurch in sein Gedächtnis, er kann das Wissen einfach nur durch Spielen, durch das Herz, durch Liebe. Und dann, dieses Bild habe ich damals gesehen, er hat die Bücher unter seinem Fuß. Das heißt, das Lesen und alles, die Bücher, das ist nicht das Relevante sozusagen. Aber ich finde Bücher lesen 1000-mal besser als auf Tablet oder auf dem Computer oder so, weil da ist die Fantasie auch da entfaltet. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt diese Schumanns-Frequenz haben, unser Herz funktioniert mit dieser Frequenz. Das heißt, wir sind nicht mehr im Kopf. Deshalb habe ich ja damals, die haben einen Artikel über mich geschrieben, ich habe einen Hektar Salat gepflanzt in der Wüste, ich habe es verschenkt und die Leute haben nicht verstanden, das war wie eine Nachricht à la Donald Trump, verstehst du, ist Salat, damit ihr wie Salatköpfe werdet. Das heißt, Salatkopf trägt sein Herz im Kopf. Das heißt, wir müssen the mind, einfach unser Intellekt, unser Ego und mit dem Herz. Das heißt, nicht das Ego hat die Übernahme und kontrolliert, sondern das Herz sozusagen. Ja. Nur so sind wir Menschen, Gottmenschen sozusagen. Dann, da sind wir froh, wenn wir Leute beschenken, wenn wir Leute helfen, wenn wir sind nicht diese Ellbogengesellschaft und Wall Street und was man alles geschaffen hat. Ja. Und deshalb ist es wichtig. Und diese Anlagen habe ich dann bemerkt, ich hatte keine Angst mehr, wenn ich auf dem Gelände war. Es wurde 18 Uhr statt 16 Uhr, normalerweise 16 Uhr verlassen und dann 40 Kilometer weit in die Stadt Sicherheit suchen. Da bin ich sogar bis Mitternacht da geblieben. Dann habe ich mir gedacht, ist ja was, weil da habe ich die vier Resonatoren Nord, West, Süd, Ost platziert, die ich dann an der Kursierelf einfach, das ist eine Idee. Einer muss den Anfang machen, obwohl ich es damals nicht verstanden hatte, aber intuitiv dachte ich, ich muss was machen. Dann habe ich einmal, um aus der Unabhängigkeit zu kommen, 4 Tonnen Kartoffeln gepflanzt. Und ich habe 45 Tonnen geerntet, aber es hat so viel geregnet, das ARD war da und hat gefilmt und das war die Zeit, das Wunder in Algerien 2008 und die haben gesagt, die Trüffeln sind billiger als die Kartoffeln und das ist wirklich so. Und ich konnte die Kartoffeln nicht verkaufen. Ich habe keinen Gewinn gemacht, aber ich kam in meine wieder. Und da kam eine Frau, die war 85, ich habe ihr eine Kiste geschenkt und ich habe gesagt, komm wieder, wir haben genug. Lieber, die Leute nehmen das als, ja, was soll ich bezahlen? Jetzt hängst du gerade, ich höre dich nicht mehr. Dieses Mal bezahle ich. Erzähl mir, es hängt, ja. Und jetzt ist besser? Jetzt ist wieder okay. Also okay. Sie hat gefragt, was soll ich bezahlen und dann? Ja, dann hat sie gesagt, du kriegst sie geschenkt, aber sag mir, warum du diese Frage stellst. Sagt sie, ich habe solche Kartoffeln, so einen Geschmack, seit meinem 18. Lebensjahr nicht wieder gehabt bis diese hier. Dann habe ich mir, wow, da ist was geschehen. Das heißt, diese Schumanns-Frequenz, 8 Hertz, die verändert nicht nur Mensch, sondern Tier, Bäume, alles in der Umgebung da. Einfach dann war der Bärensenf war da mit seiner Frau Sibylle. Die haben damals auch eine Baumpatenschaft und er stand immer um 6 Uhr früh und ich so, lass uns schlafen bis 8, da ist hier heiß. Nee, um 7 müssen wir da sein. Ich fühle mich da sauwohl.
Ja, der war 2 Wochen da und ja, war dann jeden Tag da einfach. Und als ich dann das gemacht habe, habe ich bemerkt, okay, ich habe jetzt Konzept. Ich war in mehreren Ländern der Welt, Paraguay, Indien, letztes Mal Emirati oder Mongolei, habe ich da Operationen gemacht, um Regen gemacht und es hat geklappt, letztens in Also, Iran. du bist dann mit deiner Anlage dahin gefahren oder bist du hingefahren und hast da eine Anlage gebaut? Nein, ich baue immer die Anlagen vor Ort, damit es billiger wäre. Ich Ja. habe nur die Resonatoren, das ist ja meine Erfindung, meine Sache, die mache ich dann hier in der Schweiz und dann nehme ich die mit nach. Da sind ja 4 Stück und das ist ja nicht viel. Und dann baue die Technik da und ich erkläre, wie das geht und wie es funktioniert. Das heißt, du baust weltweit diese Anlagen. Ja, Und weltweit. wenn du eine solche Anlage baust, was für ein Gebiet harmonisiert die dann? Ich meine, bei der Akupunktur ist es ja auch so, einerseits wirkt es natürlich auf den Gesamtorganismus, andererseits gibt es auch eine lokale Wirkung. Ja, am Anfang konnte ich das nicht definieren, aber mit der Zeit, pragmatisch, habe ich mit 50 Kilometer, wo ich das gemacht habe, weil die Stadt war ungefähr 50 Kilometer, hat es da auch geregnet. Dann habe ich 100 Kilometer weiter gesehen, es hat auch geregnet, ja. Und mittlerweile kann ich sagen, 500 Kilometer bei so einer großen Anlage Und sozusagen. Die wirkt 500 und es wird immer weiter mehr. Mit ja, der Zeit. Das ist wie ein genau. Tropfen Wasser, So. ein Stein, was du auf der Wasseroberfläche fallen lässt, dann gibt Weitet es immer mehr aus. diese Ja, regeneriert. ganzen Wörner. Und Weil du hängst jetzt hier bei mir. ja, jetzt ist schon wieder vorbei, glaube ich. Ich hatte noch eine Naja, Ringen, Frage. ja. Es wird immer größer Es und wird immer es. größer. Und was kostet so eine Anlage herzustellen? Eine Anlage, da sind die Resonatoren, die teuer sind, weil ich kann nicht so ein Techniker la also ich verdiene keinen Pfennig dabei, den Resonatoren, das sind 10.000, 2.500 pro Und Stück, dann ja, kommt meine Reise dahin. klar. Hörst du Ich habe mich? noch eine andere Frage, das ist ja Ja. alles überschaubar. Aber wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, könnte man vielleicht denken, ja gut, es regnet, aber wo kommt das Wasser her? Fehlt das Wasser dann woanders? Oder Nein, nein, nein. also was ist mit dem Gleichgewicht, ne? Denn du weißt ja, ich bin Nein, die nein. Studentin von Das Bodner Wasser. Wasser, wenn man die Orgonphysik von Wilhelm Reich versteht, wenn man die Orgonphysik von Wilhelm Reich Ja. einfach sich beschäftigt, wir haben einfach diese Welle, das ist Orgon. Und dann kommt zur Radioaktivität dein wunderbares Buch von Walter Russell, Radioaktivität, das, was weiß ich, Gutes habe ich Prinzip im in der Regal. Natur. Ja, Ja, genau, ja, ja. das Prinzip der Natur, genau, ja. Ja, und wir haben Orgon, dann kommt diese Dor da einfach, dann haben wir ein Aufpeitschen, das ist Gammastrahlung, und dann haben wir Tod, Deadly Orgon. Ja. Ja, woher kommt das? Das heißt, in einem radioaktiven Gebiet, Wilhelm Reich hat es nachgewiesen, in seinem Orgonakkumulator, wo die Menschen da krank waren, dieser Orano-Effekt 1950 oder 54, kann man nachschauen. Das heißt, wenn ich ein normales, das habe ich in der Mongolei ganz genau einfach gezeigt. An der Grenze zu Russland, Semipalatinsk, wurden 450 Atombombentests gemacht. Und dann war in Ulaanbaatar tote Hose, nur dort, als ich kam. Und statt dass der Regen kommt im April, der hat sich verlagert, kommt im Juli. Und im Juli, wenn die das Heu ernten, kommt Regen und wird schlecht. Das heißt, Millionen von Tuva-Nomaden haben sich das Leben genommen. Dann hat Galsan Chinak, der mich damals nach Mongolei genommen hat,
Er ist Schriftsteller, schreibt viel Bücher und so, sehr bekannt. Er hat Gelder gekriegt von der Schweiz, ich glaube 3 oder 4 Millionen, und er hat sie dann verteilt an die Nomaden, die konnten dann Vieh und so. Aber das kann er 1, 2, 3 Jahre machen, aber er hat das Problem nicht gelöst. Dann hat er von mir gehört. Er war gerade bei einer Tagelesung in Weimar. Dann haben wir uns getroffen. Das war in der Zeit, wo ich viel dünner war. Ich hatte damals Licht, Nahrung hinter mir, so ein paar Monaten. Und er wollte mich überzeugen, wieder zu essen. Ja, dann haben wir das geplant mit Mongolei. Ich war da, ich habe das Gerät da gebaut. Und nach 2 Wochen kam der Regen. Ich habe die Blockaden gelöst von Semipalatinsk. Und es regnet bis heute. Wieder in April. Das ist Akupunktur, ganz genau. Das heißt, wenn die Wolken kommen, treffen auf ein radioaktives Gebiet, die zerbröseln. Die Hass gehen allein und die Os gehen allein. Und von den Os geht eine Verbindung in ein sauren Milieu zu O3. Ja, saurer Regen ist ja bekannt. Und wenn ich jetzt abziehe, das Do, das Diddly-Organ wegnehme, die O3, also Ozon, ist da und die H-negative Ionen sind überall, aber die können keine Verbindung gehen. Aber mit meinem Abziehen, mit meinem Orgon da reinbringen, schaffe ich ein basisches Milieu. Das heißt, organische Milieu und dann die O3 gehen auseinander und in einem basischen Milieu, also Do3, gehen sie ein O2 mit H. Und deshalb entstehen die Wolken aus dem Nichts. Ja. Damals war auch in Lüneburg ein berühmter Professor, haben sie auf mich eingesetzt. Er hat gesagt, Herr Abdelaziz, Sie haben ganz schön geredet, wir haben Ihren Film gesehen, er schafft Hoffnung und, weißt du, er lobt dich. Und dann kommt, aber ich bin Wissenschaftler und Sie wissen, es gibt keine Feuchtigkeit in der Wüste. Woher kommt die Feuchtigkeit? Dann habe ich ihm auch diese Physik von Wilhelm Reich, hat er debattiert. Dann sagt er, sowas ist unmöglich. Dann habe ich gesagt, Sie sind Deutsch. Er sagt, was hat das damit zu tun? Ich will nur eine Frage stellen. Wenn Sie Deutsche sind, geben Sie mir ein Wort bestehend aus 9 Buchstaben und kein Buchstabe kommt 2-mal vor. Oh, wir sind nicht im Kindergarten jetzt, was soll das damit mit Wissenschaft? Da habe ich gesagt, ja, ich frage ja nur, wenn Sie antworten würden, würden Sie wissen, worauf ich will. Ja, ich mache es Ihnen einfach. Sagen Sie, ist sowas möglich oder unmöglich? Natürlich ist sowas möglich, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Er hat gesagt, nein, die Antwort ist falsch. Die Antwort ist unmöglich, besteht aus 9 Buchstaben und kein Buchstabe kommt 2-mal vor. Dann hat das Publikum geklatscht und ist rausgegangen. Und damals war Harald Kautzweiler dabei. Hast du gut gemacht. Du hast jetzt, warte mal, ich mach noch mal eben, blende noch mal dieses Bild ein, was du mir vorab geschickt hast. Da steht eben einmal www.desertgreening.com, integrale Umweltheilung. Mit diesem, ist das, was für eine Schrift ist das? Das ist mein erstes Projekt in der Wüste, wo ich mit Bernd Senf, Demeo, alle diese Techniken gewonnen habe. Ja. Und das Projekt, das ist wie mit jedem Projekt, weil ich will mich daran nicht bereichern, habe ich an meine Familie, die ihre Schwester da hat, die leben da und die haben jetzt, glaube ich, 20 Familien und es soll sich selber tragen. Wir haben da um die 60.000 Baumpatenschaften erzeugt, ein Mikroklima und es ist dann dient als Vorzeigemodell, als Projektmodell. Genau. Jetzt, wo die Situation jetzt umgeschwungen ist, wo die Nachfrage nach diese Liebe, dass diese Nähe, diese Angst in die Welt und sowas, bin ich auf die Schiene gegangen, habe ich dann diese Integralumweltheilung behalten, aber ich konzentriere mich auf diese Sphärikharmonisation, auf diese auf diese Geräte, die die Angst wegnehmen einfach. Ja. Und das habe ich dann, weil ich bin jetzt seit 2 Jahren in Algerien, als ich kam,
war hier auch alles durcheinander, Korruption und so, habe ich dann Mini-Sphärenharmonien, die habe ich mittlerweile mit Blauplanet, der die baut, aber die sind einfach zu bauen und kosten nur ein geringer Teil von dieser Große, weil diese Große muss einen Ort, muss eine Genehmigung und so. Und die Mini-Sphärenharmonieanlagen kann jeder in seinen Garten tun und platzieren. Kann man die bauen, diese Bausätze? Oder die Anlage? Ja, im Bausätze. Er schickt dir das alles fertig einfach. Ich kann dir die Nummer von dem Peter, Blauplanet, die sind bei Kassel da oben, glaube ich, und die bauen die. Das geht mir jetzt um unsere Zuhörer, denn es wäre natürlich gut, wenn ganz viele Leute, da es sich ja um Akupunktur handelt. Voilà, und diese kleinen Sphärenharmonieanlagen sind im Radius 180 Kilometer, im Umkreis 180 Kilometer, die großen sind 500 Kilometer, aber die verbinden sich untereinander und drei kleine schaffen dieselbe Kraft wie eine große Anlage. Oh, und jetzt sind und wir endlich, einen Film. Stopp, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, weswegen wir dieses Interview überhaupt machen, weil es einfach darum geht, dass wenn viele Leute an vielen Orten diese Dinge installieren, können wir eben wirklich die Schwingung auf dem Planeten anheben. Können wir ändern, Ich habe ja eine, ich hatte eine Filmgeschichte über Algerien. Lass mich ganz kurz noch. Ja, okay, Entschuldigung. Wir sehen jetzt, wenn ich nochmal den Bildschirm freigebe, sehen wir da eine, was ist das für eine Landschaft? Das sieht aus wie Allgäu oder so. Nein, das ist, glaube ich, in Österreich. Ah ja. Okay. Bei einem Hotel. Man sieht auch, dass das dieses Gerät, wie nennst du die, dieses Wasserbecken, was dafür nötig ist, eigentlich. Das ist ein Wasserbecken, das ist der Schauberger-Effekt, dass diese Antenne, was ihr seht, die hat 10 Röhren. Die ist 6 Meter lang, weil die atmosphärische, sagen wir, Hochspannung greifen bei 2 Meter und statt 4 Meter zu machen, ich bin auf sicher, indem ich 6 Meter da gemacht habe. Und die sind alle gleich, die Anlagen sozusagen, damit sie miteinander in Schwingung kommen. Und das Wasser ist wie Jungbrunnen. Ne? Man kann sogar da drin gehen, baden in Iran. War so, eine Frau hat 10 Jahre kein Kind bekommen und so hat sie mich gefragt, also ich war ja nicht vorbereitet auf so eine Frage, kann ich in dem Wasser baden? Und da habe ich gesagt, ja natürlich, ich bin selber in dem Wasser, man sieht mich auch in den Emiraten, das Wasser leuchtet türkisgrün ungefähr, wenn man das sieht, das ist ein ganz anderes Wasser. Das Wasser nimmt diese Schwingung. Das ist ein Jungbrunnen. Ja, ja, es ist mit Piezo-Strom und da ist ein Srientra. Auch wenn man über Srientra weiß, ja, das ist ein Riesen, es geht über die Blume des Lebens sogar, das ist ein Kraftgenerator. So. Das heißt, das ganze Universum funktioniert nach dem Prinzip, ja, die Galaxien und so. Deshalb kannst du das mal in den Chat schreiben, dieses Wort, weil das kenne ich nicht. Ja, wo gehe ich hier in den Chat? Du musst auf den Chat, ich mache mal eben ganz kurz die Aufzeichnung. Kommen wir hier, ja. Ja, genau, und dann tippst du den Namen da ein, dass ich das hinterher... Solomon, ja, Fischier, okay. Richtig einblenden kann. Ich weiß nicht, wo ich das Tool wohnt, ja. Ah, saisir le message. Sri, also achte nicht auf Sri Yantra. Nee, Moment. Sri Yantra. Okay. Jetzt noch auf Enter. So. Sri Yantra. Okay, gut. Naja. Es ist, man kommt nicht aus dem Staunen, was das Srientra macht in Verbindung mit Blume des Lebens einfach. Man könnte ein anderer Vortrag machen darüber, ja. Weil das kann man nicht in ein paar Sätze und sowas. Man muss wirklich tief in die heilige Geometrie reingehen. Ja, und man muss auch in die Holofraktal-Sache gehen von Nassim Haramein. Also es überschreitet Tesla. Und auch den Rahmen dessen, was wir in einem Gespräch machen. Wahrscheinlich sollten wir eine Serie machen. Aber dieses Wasser, wir gerne, dieses Wasser, von dem du, was wir da gesehen haben,
Wo kommt das her? Füllt man das ein oder entsteht das im Zuge der Anlage? Also beim Blauen Planet ist diese Anlage gebaut. Damals die Heike, die Chefin da, die hat mich geholt. Sie hat von mir gehört. Ihr Mann war dagegen, der ist auch Geschäftsführer. Und sie sagte, er muss hier kommen. Dann war ich da. Und dann waren sie mit dem Peter, der die Anlagen jetzt baut, diese Holly-Granaten und sowas wie der Chambuster und sowas haben sie verkauft. Aber wie gesagt, das ist nicht korrekt. Man müsste das verändern und meine Anlage macht das und das. Und dann habe ich erzählt von Kaiserslautern, wo ich so eine Anlage gebaut habe. Und diese Anlage, die du da im Bild hast, die Geschäfte gingen schlecht. Das war eine Hotelanlage. Ich weiß jetzt nicht, ob Kärnten oder. Und nachdem sie die Anlage, da ist ja sogar ein Journalist, hat darüber berichtet, tausende von Vögeln kamen und kreisten über die Anlage. Und nachdem die Anlage einen Monat da war, gingen die Geschäfte besser. Ja, Kaiserslautern, die haben mich auch gerufen, Chemtrails und so, das verschwindet. Und die Geschäfte, habe ich gesagt, das kann ich nicht sagen, da müsst ihr selber sehen. Dann war ich in Kaiserslautern, dann waren die Chemtrails weg, also der Horst, der kann, das ist ein berühmter Architekt, der das gemacht hat. Und die Geschäfte gingen auch besser. Am Anfang, ich konnte mir wirklich in dem Hotel, die sie betrieben, jede Suite suchen. Und danach musste ich sogar bei denen unterkommen, weil die immer alle sagten, die Geschäfte gehen gut. Ja. Und bei Blau Planet war dasselbe. Eine Woche nachdem die Anlage in Betrieb war, ist deren Lager ausverkauft. Und seitdem, die schreiben nur schwarze Zahlen. Ja, also das ist der Effekt, weil die Energie ist im Plus. Das heißt, die Leute haben die Ängste nicht. Ja, die Angst, verkaufe ich nicht. Die Leute sind im Kopf. Aber wenn du im Herzen bist, verstehst du, du hast keine Angst. Du ziehst harmonisch irgendwie diese Käufer und diese Leute und ja, es läuft. Man geht eine Frage. Es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Menschen, die wissen, dass es wichtig ist, im Herzen zu sein und im Vertrauen statt in der Angst und meditieren und bemühen sich sehr darum. Würdest du sagen, dass es da ja uns mit den Chemtrails und mit den Harp-Anlagen auf technischem Wege praktisch diese Angst künstlich von außen noch nahegebracht wird, dass es einfach ganz wichtig ist, das auch auf technischem Wege wieder zu unterstützen, dieses Vertrauen. Ja, natürlich. Dafür habe ich den Holofraktal erfunden. Weil meine Tochter in Berlin, die Nadia, war schwanger. Und plötzlich, ohne Grund, hat sie Nasenbluten. Und die lebte am Tempelhofer, denkst da, die Luftbrücke. Ja. Und dann habe ich gesagt, was, ich habe ein Holofraktal, probiere es zu Hause, du kannst besser schlafen. Dann habe ich ihr das gebracht. Dann meint sie später, sogar die Greifvögel kommen da jetzt, die Angst haben vor der 5G und sowas. Weil es wie eine wie sagt man, Maschine, die saugt diese ganzen Frequenzen. Und dann hat meine Ex-Frau bei dem Besuch bemerkt, dass sie bei meiner Tochter besser schläft. Dann hat sie auch so ein Gerät geholt. Dann hat meine andere Tochter, die zwei Kinder hat und die auch da am Tempelhof. Dann hat sie gesagt, super. Dann hat ein Freund davon gehört und sagt, du, da geschehen merkwürdige Dinge. Ja, das ist auch bei Blau Planet zu haben. Ist auch mit Srientra, Blume des Lebens, passt auf jeden Schreibtisch und schützt wirklich 100 Meter so im Umkreis die ganze, wie sagt man, Wohnung und alles. Das man da im Zentrum ist. Leute schicken mir Bilder, wo die Katzen reingehen. Der Letzte, der sich ein Holofraktal geholt hat, rate mal wer? Harald. Aha, naja. Ja. Wir brauchen das alle. Ich merke schon, wir brauchen das alle. Und die Webseite heißt derblaueplanet.com oder? .de, glaube ich. www. Ich schreibe es hier. Ich schreibe auch die Telefonnummer von Peter oder von genau. Heike, ja. Und du hast mir auch noch ein Bild geschickt, während du das schreibst, blende ich das mal ein. Das zeigt ja so ein Feuer, nur dass du... Ja, das ist wichtig, gut, dass du das machst. Das ist Agnihotra. Weil das wirklich empfehle ich jedem. Und da siehst du, der Adler oben mit seinem Kopf da,
wenn du da einen Zeitrafferaufnahmen machst, während Agnihotra, siehst du tolle Sachen, weil das kommuniziert mit dir sozusagen. Ne? Einfach, ja. Also Agnihotra zweimal am Tag. Das ist das wirklich Wichtigste und Beste, was die Götter uns geschenkt haben oder wer die sind. In den Veden findet man das. Das ist uralt. Ja. Wenn die Sonne hochgeht und zum Sonnenuntergang. Ja, wenn die Sonne hochgeht oder runtergeht, gibt es ein 3-Minuten-Fenster, wo ein Energiestrahl kommt. Richtig. Da, wo du bist, durch diese Kupferpyramide, du musst Kudung, Naturreis und Ghee. Und du sagst ein Mantra für den Sonnenaufgang oder für den Sonnenuntergang. Ein Mantra einmal und Reis reintun. Und diese Asche, das ist das Wertvollste, die entsteht, was wir haben. Kannst du damit Creme machen? Kannst du probieren, ganz einfach. Damals habe ich nicht daran geglaubt, dann habe ich 2 Pflanzen genommen. Dieselben habe ich mit Agnihotra und ohne Agnihotra einfach probiert und ich kam nicht aus dem Staunen einfach. Ja. Und eine war 3 oder 4 Mal schneller im Wachstum als die andere. Dann für mich war es 100%ig. Ja, ja. Das heißt, ich also bin begeistert, weil du ja auch das im Grunde zusammenfasst mit einem unglaublich reichen Wissen. Die Welt ist Schwingung und wir können sie beeinflussen, indem wir unsere eigene Schwingung anheben durch unsere Gedanken und wir können uns helfen, indem wir auf technischem Wege die Störungen der Schwingung, die uns zugefügt werden, wieder korrigieren mit Akupunktur im Grunde. Akupunktur. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Wir müssen dann auch allmählich aufhören und dann lieber noch mehr weitermachen, denn niemand hört sich das an, wenn es zu lang ist. Wir haben hier in Deutschland seit einigen Jahren immer sehr, sehr große Dürren, auch gerade im Frühling. Und ich habe ein ganz altes Barometer, das ist von meiner Urgroßmutter und ich habe es jetzt hier aufgehängt. Und als ich kenne es als Kind, schwankte das immer, dieses Barometer, zwischen so ungefähr 2 Uhr und 10 Uhr. Wenn schlechtes Wetter war, war es 10 Uhr, wenn gutes Wetter war, war es 2 Uhr. Jetzt steht es seit Wochen auf kurz vor halb, also ganz extrem. Und das Wetter ist so stabil eingerastet in dieser Regenlosigkeit. Das hängt meiner Vermutung nach natürlich auch mit dieser ganzen Manipulation zusammen. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, teils, nicht ganz, weil im Moment wir erleben einen Polsprung und wir haben eine abnehmende Magnet. Das heißt, Magnet spielt auch eine Rolle. Und deshalb habe ich auch diese Holofraktal, weil bei diesem, die Leute, die nicht so weit sind sozusagen, fühlen sich anders. Die werden nicht mitgenommen in diese Schwingungen. Die nehmen das anders wahr. Deshalb versucht man jetzt zum Beispiel die Frühsexualisierung, weil wenn du in diese Phase reinkommst, bist du negativ beeinflusst. Frühsexualisierung ist sehr schädlich sozusagen. Auf die Menschen. Das heißt, die können nicht in die Spiritualität reingehen. Wahnsinn. Deshalb, diese Holofraktal kompensiert, indem es direkt die Zirbeldrüse aktiviert, sozusagen, dass die dann diese im Zentrum sich befindliche Zirbeldrüse, das lymphatische Gehirn-lymphatische System einfach aktiviert und ermöglicht, dass diese ganzen, wie sagt man, negativen Schwingungen, die wir haben, ein Harp und wie das Eis, 5G und so, mitgespielt werden. Und das merkt man, wenn man aufsteht. Man hat besser geschlafen. Man ist nicht mehr so ängstlich und alles. Das heißt, wenn man so ein Holofraktal im Haus, eine Minisphärenharmonie im Garten, die man sich teilt im 180 Kilometer mit Nachbarn und so, ja, ist man auf der sicheren Seite sozusagen. Gut, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man so ein Fraktal im Garten hat und so weiter, aber die ganze Zeit selber sich an seinen Ängsten und an seinen negativen Gedanken festhält und andere Leute manipuliert und schlimme Dinge tut, dann nützt einem das Fraktal wahrscheinlich auch nicht. Oder kann man das gar nicht mehr? Das nützt nicht. Ich sage, da als Erste wirklich Fernseher rausschmeißen.
geht zurück zu Lektüre, liest viel, weil Lesen ist eine Wunderwaffe gegen diese Sachen. Weil du hast da nur Zeilen, Ziffern und dein Gehirn lernt wieder kreativ und fantasieren und sowas. Und das ist ja kaputt. Wenn ich jetzt ein Handy habe, ich sehe ein Video oder ist ganz anderes, weil das blaue Licht, was auch da reflektiert wird, spielt auch auf die Hypophyse, das heißt, Serotonin wird nicht mehr gebildet. Jetzt machen wir ja jetzt hier auch ein Video. Hast du auch Bücher geschrieben, Majid? Ich bin dabei. Harald ist dabei, ein Buch über mich zu schreiben, der Kauzweller. Ja. Ich will jetzt demnächst auch selber ein Buch rausbringen, aber ich komme nicht zur Ruhe. Ja, geht mir auch so. Ja, das Problem, ja. Aber ich will ein Buch rausbringen, ja, das ist versprochen. Gut, ja, denn sonst, ich meine, man soll nicht Wasser predigen und Wein trinken, wenn du kein Buch geschrieben hast. Dann ja, wirklich, ja. Uns die blauen Strahlen antun, um dein Wissen, an deinem Wissen teilzuhaben. Majid, das war sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt eine kleine Vorstellung davon, wie das ist, wenn ich interviewt werde und einfach rede. Ja. Ich habe dir einen Film geschickt über diese Sphärenharmonie, die Arbeit, die ich in Algerien gemacht habe, vor dem 22. Februar. Und plötzlich gingen Millionen auf die Straße, ein Jahr lang, jeden Freitag und jeden Dienstag. Ja. Und die Leute rätseln bis heute, woher es kommt, warum die Menschen keine Angst haben. Und was für eine tolle Kraft es ist, keine Angst zu haben. Ja. Wie geht das denn in Algerien jetzt insgesamt? Du hast ja am Anfang erzählt, dass ihr auch von diesem Corona-Kram da betroffen seid. Ja, das ist alles Lüge, aber die Algerier sind nicht so weit, um die Zusammenhänge zu verstehen und die glauben an diesem Scheiß, dass es Corona gibt. Dass die laufen hier mit Masken noch und es ist Ausgangssperre. Ich habe am Dorf, da wo ich bin, versucht, die Leute aufzuklären. Da sagen die Leute, verstehst du, was mein Großvater pflegt zu sagen? Versuch nie einem Esel Blumen zu geben, damit er daran riecht. Gib ihm lieber Gras und lass seine Ruhe. Ja, aber das zeigt ja auch, dass die Schwingung alleine jetzt mit deinen Geräten, die Schwingung alleine hilft nicht, wenn die Menschen einfach nicht an dem Punkt sind innerlich, sondern sie unterstützen. Nein, das ist ein anderes Problem. Jetzt, das ist ein medizinisches Problem geworden. Am Anfang, die Leute haben keine Angst vor Armee oder so. Die sind richtig so mit offener Brust rausgegangen. Aber jetzt ist ein subtiles Problem. Es ist ein Virus, er kann deine Kinder, er kann deine Mutter, deine Eltern. Die Leute haben Rücksicht auf. Ja. Ich kenne viele Jugendliche, die kommen raus, die glauben nicht daran. Aber familienmäßig, und wenn du nach Hause kommst, geht dir die Hände waschen und sowas, bleib erstmal draußen. Ne? Jetzt haben wir gehört, weil viele falsche Meldungen, alles was stirbt. Ja, sogar Ananas oder ein Wassermelon, wenn du aufmachst, ist ja Coronavirus drin, ja? Ja, ja, also ja. Du den Präsidenten von Tansania. Ja, ich weiß, ja. Genau. Ja, da sind wir uns über die Landesgrenzen hinweg völlig einig, ja. Ja. Wunderbar, Majid. Ich denke, das ist der Auftakt zu mehreren Gesprächen, denn du hast ein so umfassendes Wissen und jetzt war es sicherlich an vielen Stellen für viele nicht mehr verständlich, was du erzählt hast, weil du, für dich sind das alles Dinge, die du kennst. Ich kenne das Allermeiste, habe ich zumindest schon mal davon gehört, aber man kann das nicht immer voraussetzen. Ich denke, wir sollten das schon auch noch ein bisschen in einfachere Häppchen runterbrechen, denn es ist wichtig und es ist letztlich ja. Ja, es ist wirklich wichtig. Ich kämpfe allein, ich bin pragmatisch. Deshalb habe ich auch keine Zeit, das Buch zu schreiben. Was meinst du? Ich habe vorgestern, kam ich an eine Gegend, wo das Militär hier im Sommer immer die Leute, die Wälder und Olivenbäume haben, die stecken die im Brand. Man hat sie erwischt. Kam ich bei einer Familie, die hat Ziegen, die hat die leben unter das Existenzminimum. Dann habe ich jetzt vor einem Monat angefangen, ich habe denen jetzt 700 Olivenbäume, ich habe Traktor dahin, die haben die gepflanzt, wir wollen die dann ins Netz, im Internet und so, damit sie wieder eine Existenz haben und, ja.
Es gibt. Und warum verbrennen die Olivenbäume? Das habe ich ja, nicht damit die Leute nicht demonstrieren gehen, damit die Leute in ihren Dörfern bleiben und so. Das ist nur ein kleiner Punkt. Es gibt. Ja. Weil diese Leute, warum gehen die Leute jetzt in New York und überall und machen auf Randalieren, ja? Weil sie wollen andere Sachen vertuschen. Ich habe neulich einen wunderbaren Satz von Eckhart Tolle gesehen und der heißt, das Neue ist schon da, das Alte macht nur sehr viel Lärm beim Sterben. Und das ja, ist genau. Genau. Ja. Das ist wie beim Wald. Wenn ein Baum fällt, macht viel Kraft, viel Krach. Ja. Aber im Hintergrund, Millionen von Bäumen entstehen ganz leise. Ja, ja, genau, ganz genau. Ich danke dir, Majid. Und, ich danke dir auch. Vielleicht hilfst du mir, ein Buch schneller zu schreiben. Durch Interviews. Du schreibst ja so schön, ein Top-Stil. Danke, danke. Ja, na gut. Wir gucken mal. Ja, wir können uns vorstellen. Das Genie steckt in jedem. Ne? Mit diesem Zitat von Walter Russell beenden wir das. Ja, genau. Machen wir die Aufzeichnung aus. Tschüss. Okay.